Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Einsatzes in vier Festungen. Wir haben angekündigt, diese Woche alles ein bisschen durcheinander. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich hier wieder in einer Festung unterwegs auf den Freitag. Morgen kommt der Kartellmarkt. Für alle, die darauf warten, gehen wir natürlich morgen dann auf ein paar Sachen ein. Aber jetzt erstmal Festung. Was ist heute der Plan? Nun, ihr seht es im Hintergrund, ich habe eine Dekoration vor der Nase. Oder habe ich den Boden vor der Nase? Tja, man erkennt es nicht so ganz. Im Hintergrund hat man vielleicht gerade schon gehört, ist ein Druide am Krach machen. Und ich würde sagen, wir schauen uns diese Festung jetzt einfach mal an. Ich mache mal das Interface an, damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Wir stehen übrigens vor einer Gedenkstatue von Darth Malgus und sind, das sieht man jetzt auch, auf Tatooine unterwegs. Und zwar, jetzt lass mich mal ganz kurz nachgucken, Kieran hier bei Vengatron, den hatten wir glaube ich auch schon mal, da waren wir auf jeden Fall mal auf Yavin 4. Imperial Sanctuary, also imperiales Heiligtum hier an der Stelle. Und Tatooine ist diese Woche wieder mit am Start. Da schauen wir uns also diese Woche an. Ich habe leider keinen intelligenten Zettel dafür. Ja, also ich habe meinen intelligenten Zettel durchgeschaut und habe danach gesucht, aber nichts gefunden. Habe ich mir scheinbar nicht aufgeschrieben. Oder nie die Chance dazu gehabt, wer weiß. Jedenfalls ist das so, dass ich hier keine Informationen habe zu viel dem Thema hier, was hier an Punkten und sowas eventuell investiert wurde. Wichtig ist aber 7 von 7 Expansionen, das heißt, die ist voll ausgebaut. Und ich denke mal, wir werden hier auch mit gut und gerne 100% eben rechnen können. Gut, würde ich sagen, legen wir direkt los, schauen uns das Ganze mal an. Hier vorne ist natürlich der Startpunkt. Können wir natürlich direkt hier auch an der Stelle anfangen. Wir sehen schon, sieht schon mal sehr imperial aus mit Malgus da, Kopf nach oben erhoben da mit seiner imperialen Flagge. Wir werfen mal einen Blick über die Kante. Sonnengenerator im Hangar, Verteidigungssysteme, Schiffe, grün. Da unten brennt irgendwas. Wir schauen uns das nach und nach an. Ja, die Jawas haben wir hier oben. Die haben jeweils einen kleinen Stand, wo sie verschiedenste Sachen verkaufen. Dann haben wir also hier ja, allen möglichen Schrott. Und Rodianer ist ja auch mit am Start. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Schrott. Und hier drüben haben wir auch noch ein paar Kisten, die hier mit dabei stehen. Ein Appearance Mod Station ist ja auch mit am Start. Die Druiden, wo man hier entsprechende Deko kaufen kann, sind dabei. Eine normale Modstation darf natürlich an der Stelle dann auch nicht fehlen. Ja, wunderbar. In der Mitte steht ein Rishi, der hat ja auch ein paar Kisten eingesammelt, die er hier bewacht oder was. Wunderbar. Dann schauen wir mal hier auf die linke Seite hier. Da haben wir auch, das sieht so ein bisschen nach kleiner Bar oder Restaurant aus. Wir haben einen Bartender in der Mitte, hier hinter dem Tresen. Auch wieder ein paar Kisten noch gelagert. Und dann haben wir hier immer Zweiertische, wo eben auch Getränke draufstehen. Kann man sich das hier bequem machen. Wie ein kleines Restaurant hier. Wunderbar. Und auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall einen Händler auch. Ah ja, für Loser Stato hier auch nochmal eine kleine Bar. Sehr schön. Aber hier gibt es andere Getränke scheinbar. Hier steht auf jeden Fall noch ein paar Sachen mehr drin. Und man kann dementsprechend hier dann sich die Getränke selbst abholen. Wunderbar. Sehr schön. Das heißt, hier oben haben wir ein bisschen Empfangsbereich und natürlich ein bisschen Bar, Händler und eben zwei kleine Gelegenheiten, mal was essen oder trinken zu gehen. Dann haben wir hier einen Utility-Raum, so wie es aussieht. Ein GHN in der Mitte als Terminal, hier als stehendes Terminal, nicht als Wandterminal. Wir haben die drei Bänke, wir haben ein Postfach, Kisten haufenweise, die hier auch noch mit eingelagert sind. Die Ladebildschirme hier oben als Dekoration. Na wunderbar. Dann fahren wir mal aufs Ground Level und schauen mal, wie es unten aussieht. Okay, hier haben wir scheinbar auch Empfangsbereich. Hier Empfangsdame Lieutenant Pierce ist am Start und empfängt hier entsprechend Leute. Kann man sich auch entspannt hinsetzen, hier Formulare ausfüllen und sowas. Ne? Ich erkläre, dass ich hier nichts tue und nichts klaue und sowas. Muss man ab und zu mal machen. Imperiale Wachsoldaten bewachen das Ganze, dass hier keiner reinkommt. Schön symmetrisch aufgebaut, der Raum. Wunderbar. Dann haben wir hier Holo-Terminals noch und nöcher. Ja, das können wir auch mal anmachen. Da, Copero. Das ist diese Holo-Karte, ne, die man nach Umbara, glaube ich, sieht man die dann in irgendeiner Story-Sequenz mal. Und weiß dann, ah ja, es geht nach Copero oder sowas. Oder andersrum. Ne, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Viel zu lang her. Hier haben wir Planetendisplay. Das Ganze wird hier von dem Imperialen auch dann wahrscheinlich bedient werden können. Das ist auch kombiniert, ne? Hier also diese wunderbare große achteckige Bodenfläche eben und da dieses Holo-Display reingestellt. Sieht auch sehr cool aus. Der große Monolith von Iokard. Auch ziemlich geniales Teil. Dann haben wir auch nochmal ein Planetendisplay, auch mit Bedieneinrichtung. Das machen wir auch mal an für den Kollegen. Der schafft es ja scheinbar nicht mal einen Rechner anzumachen. Ich würde den austauschen. Egal.
Genau, aber ein Holo-Display vom Planeten haben wir ja auch mit am Start. Und hier auch nochmal. Ach, da ist ja auch was hinter. Das ist ja auch interessant. Hier haben wir also auch nochmal irgendwie Bedienterminals, Rechnersteuerung und sowas. Und auch dieses Gerät hat auf der Seite hier Bedienflächen. Was auch immer es macht, funktioniert schon. Und auch hier haben wir die wunderbare Heizplatte hier, die man auch in vielen Fahrstühlen findet. Das ist wahrscheinlich für den Monolithen hier die Überwachungseinrichtung, wa? Sehr schön. Also sehr technisch hier erstmal. Hier laufen alle Kabelstränge zusammen, alle Informationen und hier wird dann entsprechend geplant. Die Druiden kann man hier sicherlich auch als Wachdruiden sehen, nicht unbedingt nur als Verkäufer, sondern auch als Wachdruiden hier. Die Dreibeiner sind ja auch immer ganz gut bewaffnet. Gut, die Kollegen jetzt nicht, aber die greifen trotzdem kräftig zu, ne? Was haben wir hier? Oha, hier haben wir Panzer verschiedenster Art. Also das sind hier die Mounts, mit denen man fahren kann aus dem Kartellmarkt, ne? Die beiden größeren Panzer. Hier haben wir nochmal einen Läufer, den man mitnehmen kann. Und auch hier nochmal diesen Victor's Trailblazer oder wie das Ding heißt. Müsste ich hier auf dem Charakter auch haben. Den hat man damals bekommen für das Live, nee, nicht Live der Event, Light vs. Dark Event. Da gab es den. Ja, nee, Victor's Titan ist das. Der ist das. Der Trailblazer ist der kleine, stimmt. Den Victor's Titan hat man damals gekriegt. Als Belohnung auch für das Hell gegen Dunkel Event, was damals lief. Ja, wunderbar. Aber hier stehen auf jeden Fall Panzer rum. Hier steht auch noch ein Panzer rum. Und dann haben wir hier irgendwas ist hier zerschossen worden. Ah, hier, das ist ein Läufer hier von. Au. Hier ist ein Läufer von Sakul oder was? Ist hier kaputtifiziert worden. Und man brennt nicht drin. Okay, cool. Hier ist noch ein kaputtes Geschütz. Da sind auch ein bisschen die Läufe vorne verbogen. Bisschen Schrott. Hier ist auf jeden Fall was los gewesen. Was auch immer hier los war, hier wollte irgendeiner rein. Hier sind Gleiter auch zusammengestoßen. Alles über den Haufen geschossen worden. Das ist ja sehr interessant. Gut, dann müssen wir ganz kurz gucken. Wir gehen mal da hinten zuerst rein. Das ist ja der kleine Raum. Hier ist auch die Alarmanlage an. Also irgendwas läuft hier nicht. Ah ja, Waffenkammer. Alles klar. Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, was die Kollegen da draußen wollten. Die wollten nämlich in die Waffenkammer und dann sind sie über den Haufen geschossen worden. Ja, kann man durchaus verstehen, ne? Raketen, Munition, Gewehre, Rüstung, verschiedenste Munition, eine Pistole. Hier diese komischen Blitzgranaten. Da ist eine umgekippt. Da muss man vorsichtig sein. Alles am Start. Wunderbar. Ah, da oben hängen auch noch hier diese Sprungtruppen. Sehr schön. Und da hängen für diese Raketen an der Wand. Das sieht so geil aus. Oh Mann. Ja, wunderbar. Ja, wollte wohl scheinbar hier einer die Waffenkammer stürmen. Nein, ist nicht. Fällt aus. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal hier in die Tunnel rein. Was wir hier so Schönes haben. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja. Zorn und Toth. Und der Quintana. Bisschen der Operationserfolge hier. Eine entspannte Sitzgruppe. Auch hier noch ein bisschen Operationserfolge. Auch verschiedenste Art. Tossus dabei. Festung, Palast. Karas Palast. Und hier ist scheinbar Crew-Quartier. Betten sind hier aufgestellt. Verschiedene. Immer abwechselnd schön. Und auch eine Sitzecke. Schränke haben wir aber. Ah, jeder hat eine Kiste, denke ich mal. Ne? Jeder kriegt so eine Kiste oder eine halbe Kiste. Die kann man hier schön in der Mitte teilen und aufmachen. Und dann eben entsprechend hier wunderbar. Die Betten dazu. Ja, Schlafsaal, kann man so sagen. Was haben wir hier? Hier haben wir Karaga. Und wir haben Kefes, The Undying. Also 2.0 Kefes sozusagen. Also nicht aus Update 2.0, sondern der zweite, den man trifft. Nach Denova ja auch nochmal eine Assertion. Wird auch gut bewacht hier tatsächlich. Kann man also sicher und in Ruhe schlafen. Was haben wir denn hier? Ein Axi-Biest. Ja, aber ein Armor. Also, es ist schon gut gepanzert und hat auch einiges an Gerätschaft noch mit. Genommen. Wunderbar. Bisschen Grün darf natürlich auch nicht fehlen. Haben wir hier aber dann das tatsächlich das erste Mal. Dann haben wir hier trotzdem auch wieder schöne Sitzgruppen hier. Das ist auch ein bisschen übereinander gelegt hier. Ne? Haben wir so eine Iokas-Teil oder wie das Ding heißt. Oder Sakul-Teil. Irgendwie sowas. Auf dem Boden. Und dann entsprechend hier eine Sitzecke drauf oder dieses komische Kunstobjekt. Noch mehr Sitzgruppen hier. Ein bisschen Springbrunnen darf natürlich auch nicht fehlen. Und ein Tauntaun. Strike Force Tauntaun. Das ist das von Oricon, was man kriegt, wenn man Schreckensfestung abschließt. Die Story dafür. Was haben wir hier? Ah, ein Medi-Raum. Wunderbar. Ja, das ist so ein klassischer Aufbau. Ich denke mal, wir haben ja jetzt schon auch über 50 Festungen uns angeschaut. Gildenfestungen, alle möglichen Festungen, die es im Spiel gibt, haben wir mindestens einmal gesehen. Und so ein Medi-Raum ist in vielen vorhanden und ist dann auch immer relativ gleich aufgebaut.
Wobei da immer wieder auch mit verschiedenen Sachen gearbeitet wird, dass man hier so Sachen ineinander bastelt, um eben hier sowas zum Beispiel zu erzeugen. Ne? Du hast diesen grünen Scanner und den setzt du eben auf ein Bett drauf, um da eben zu symbolisieren, dass du da eben, ja, den heilst gerade, die Person, die da eben liegt. Wunderbar. Ansonsten darf natürlich technisches Gerät nicht fehlen. Colto-Tanks sind immer mit am Start. Und natürlich auch ein Medic. Sehr schön. Wunderbar. Ja, das muss aber auch vorhanden sein. Stell mal vor, du müsstest erstmal quer durch die Wüste irgendwie nach Mos Eisley oder sowas. Das geht ja wohl nicht. Was haben wir hier noch? Ah, das ist eine kleine. Jetzt wollte ich gerade sagen Bar und dann sehe ich das Bett da hinten. Also, das ist wohl eher das Wohn- und Schlafzimmer hier vom Besitzer. Wir haben einen Arbeitsschreibtisch, wir haben hier eine Vitrine mit Waffen. Sehr schöne Vitrine. Ich mag die immer noch mit dem Schild und der Lanze und ich bin auch immer noch der Meinung, das sollte eine neue Klasse werden. Aber gut, anderes Thema. Bett darf natürlich nicht wählen. Die Rishi-Tentrin kann man drüber streiten, kommt aus Geschlecht an. Ne? Ein Wampa davor, wunderbare Sitzgelegenheit hier. Guckt der Wampa doch mit auf den Tisch rauf. Und natürlich auch eine eigene Bartenderin hier. Ist auch noch ein Fass hintergestellt, großes Fass Bier. Musik hören wir leider nicht, aber hat ziemlich vollgestellt. Aber ich glaube auch durchaus gemütlich. Wenn hier die Musik läuft und man ein bisschen was getrunken hat, das ist mit einem schönen Kerzenleuchter. Ich glaube, das lässt sich ganz gut aushalten hier. Sehr schön. So. Da waren wir auch drin. Dann müssen wir noch hier rein. Da haben wir Titan 6 und den ersten Boss aus Kammer. Was haben wir hier? Oh, das sieht so ein bisschen nach Druidenstation aus hier, wa? So eine Reparaturstation könnte man meinen. Die hier ist. Haben wir hier verschiedenste Arten, also Sprungtruppen, so Astromech-Druiden, hier so einen kleinen Dreibeiner. Das ist auch vom Play-to-Give-Event. Haben wir hier noch zerlegte Sprungtruppen, hier noch funktionieren die Heavy Skytroopers, genau. Großen Vierbeiner, der aber gerade keine Arme hat, keine Waffen. Ja, das sieht so aus, als könnte man hier die Druiden entsprechend eben reparieren. Haben wir hier auch nochmal einen hängen. An so einer Traverse eben. Wunderbar. Ja, muss man natürlich auch haben, ne? Ich meine, wir haben ja draußen schon einige, da war auch noch so ein Iokat-Druide, einige Druiden gesehen, die die ganze Anlage so ein bisschen bewachen. Da musst du natürlich auch eine Station haben, wo du die ganzen reparierst, ne? Klar. Wenn du die Menschen reparierst im Medi-Center, dann brauchst du auch noch eine Station, wo du die Druiden reparierst. Da sind wir auch wieder beim Thema, ne? Da haben wir die beiden bewaffneten Kollegen hier. Da sieht man auch, die haben relativ große Geschütze da. Wunderbar. Gut, das machen wir mal alles an hier. Was haben wir hier denn? Das sind hier verschiedene Ziele oder was? Eine Urne in der Mitte. Ah, sind das verschiedene? Ne, sind alles die gleichen. Ja, doch, das sind verschiedene tatsächlich. Ja, gut, die beiden sind gleich und die beiden sind gleich. Okay. Sehr interessant. Interessanter Raum. Ein Denkmal des Galactic Starfighter gewidmet. Ja, das ist auch okay. Fällt mir ein, wir waren gar nicht im Hangar, wa? Müssen wir noch machen. Hier haben wir so einen klassischen Generator erstmal. Kennt man, hat man schon mal gesehen. Machen wir erstmal einen Außenbereich und hüpfen da. Ah ne, wir können da nicht reinhüpfen. Ja, machen wir noch. Egal. Kriegen wir noch hin, kein Problem. Was haben wir hier? Das sieht so ein bisschen nach Forschungsstation aus. Dr. Lokin und Yun sind hier am Start. Lokin am Rakul hier an der Stelle und Yun, das hat hier so einen komischen Hund zerlegt. Und alle möglichen Pflanzen hier mit aufbewahrt. Kanister noch mit irgendwelchem Zeug drin. Hier hinten sind auch noch ein paar Kisten. Kristalle haben wir hier ohne Ende. Irgendwelche Eier natürlich auch. Sehr interessant. Und hier schwebt auch einer drin, der sieht auch nicht mehr. Eine, die sieht auch nicht mehr ganz so gesund aus. Schwierig. Hier aber einmal das Koth Shuttle müsste das sein. Ja, genau mit den großen Gatlings vorne dran. Kriegt man ja auch für ein Appel und ein Ei auf Odessen. Hier haben wir Abhörstationen. Sehr schön. Das Ganze hier auch nochmal von einem Imperialen überwacht. Abwehrraketen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Haben wir hier auf jeden Fall eine große. Die ist natürlich aus oder müsste aus Wüther sein. Vom Endboss, da gibt es so eine große Rakete. Wobei ist das? Hat die so einen Fuß unten? Oder ist das hier kombiniert? Ich glaube, die hat so einen Fuß unten. Das müsste die sein. Hier steht nochmal ein schöner Generator. Diese schwebenden komischen Dinger da, ne? Und noch eine Abhörstation. Hier schön unter dem Sonnenschirm gedeckt. Kann man dann aus der Luft auch nicht so einfach ausmachen, wo das Ding ist. Wunderbar. Ja, also hat auf jeden Fall was so ein bisschen von sehr militärischer Festung.
Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ein paar Händler, ein bisschen. Ja, da sind wir beim Thema militärische Festung, glaube ich, nochmal. Hier stehen sie auch Spalier vor ihren wunderbaren Monitoren hier, die das ganze System hier wahrscheinlich überwachen. Doch, ich glaube, man kann sagen, militärische Festung. Wir haben Crewbereiche, wir haben Medicenter, wir haben Reparatursachen für die Druiden, wir haben eine Waffenkammer. Ja, das ist eine militärische Festung, das sagen wir einfach mal so. Imperial Sanctuary spricht ja auch so ein bisschen dafür. Und hier stehen sie Spalier. Wunderbar, die Schüler alle ein bisschen abgedreht. Ausgezeichnet. Und das Ding ist immer noch ziemlich genial. Das finde ich einfach nur cool, so von der Optik her. Ne? Also der Sonnengenerator mit dieser kleinen Sonne da drin ist ziemlich fett. Den finde ich ziemlich geil. Sieht sehr cool aus. Passt ja auch super rein. Kann man durchaus hier stehen. Dann könnt ihr natürlich auch draußen stellen, na klar. Und dann haben wir hier einiges an technischem Gerät. Das müssen wir auch mal anmachen hier, sonst das funktioniert das doch alles nicht. Das geht doch nicht. So, danke. Genau. Verschiedenste technische Anlagen, Datenkerne dürfen natürlich nicht fehlen. Sowas kannst du auch immer mitnehmen. Auch Bedienelemente hier verschiedenster Art. Die stehen auch alle auf, wenn wir vorbeikommen. Sehr schön. Hier haben wir noch die Effizienzkurven der letzten Tage oder wie das aussieht. Oder sind das hier Aktienkurse? Also in Rot würde ich jetzt. Naja, ist schwierig. Wunderbar. Ja, auch ein bisschen symmetrisch aufgebaut, ne? Ja, nicht nur ein bisschen, voll und ganz symmetrisch aufgebaut. Bis auf die Wand. Ist das sehr symmetrisch aufgebaut? Was macht der Kollege hier? Zurück ins Glied. Ja. Schwierig, bewegt sich nicht. Hier auch nochmal Datenkerne. Das ist hier aus. Die kennt man hier aus Chaka, aus dem Flashpoint Kernschmelze. Da gibt es hier hinten die Datenkerne hier währenddessen hier Direktive 7. Wunderbar. Bibliotheken. Oh, das ist sogar so gespiegelt aufgebaut. Sehr schön. Sehr zufriedenstellend. So ist es vor allem direkt gespiegelt. Also hier an der Mittelachse sozusagen, an der Achse hier ist das da drüben hier rüber gespiegelt. Sehr cool. Wunderbar. Auch da oben hängen sogar noch technische Geräte und Anzeigen und sowas. Ja, so eine Sonne betreibt, also ne, die geht auch schnell. Also da kannst du nicht einfach, ne? Da musst du schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen komplexeres System. Das ist ja auch gefährlich, ne? Kernfusionsprozesse. Das ist jetzt nicht das Einfachste, was so mal eben nebenbei machst mit dem Hausrechner. Da brauchst du schon ein bisschen mehr. Da brauchst du ein bisschen mehr Manpower und da haben wir hier auf jeden Fall ja ein paar Leute am Start. Ja, das Ding versorgt die Anlage, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall genug Energie dabei. Gut, dann machen wir diese Woche es mal anders. Wir genießen den Überblick von ganz oben. Weil einen Pool haben wir nicht gefunden. Ich denke mal, für die Soldaten, die hier stationiert sind, sehr, sehr schade. Weil es ist ja hier nun mal relativ warm. Also das kann man ja nicht anders sagen. Zwei Sonnen hat dieser Planet hier. Warum kein Pool? Na gut, dann drehen wir das mal so, dass wir die Sonne mit drauf haben und machen das in den entsprechenden Interface aus. Das war die imperiale Festung hier von Vengatron, die wir hier auf Tatooine beobachten konnten und uns angeschaut haben. Lasst gerne Feedback für den Erbauer natürlich auch da und gerne auch für mich. Unten in den Kommentaren ist natürlich immer Platz dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Mir hat es sehr gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich. Mein Name ist Theodor. Ich bin raus. Tschüssing.